Was belegbar ist, ist ja, dass es in der Ukraine und in Russland Öl- und Gasvorkommen gibt, an denen der Westen schon Deutschland seit 100 Jahren, der deutsche Imperialismus seit 100 Jahren interessiert war. Mehrere Kriege sind ja mit Menschenrechten geführt worden, zielten aber auf das russische Öl und das russische Gas. 27 Millionen Menschen sind auch mit dem Namen des Landes, von dem ich komme, dorthin gemordet worden. Und auf diesem Hintergrund muss man auch sehen, wie dieser Konflikt auf die Russen wirkt. Da laufen Leute auf dem Maidan von ein paar Jahren mit SS-Runen rum. Mit richtigen Nazi-SS-Runen. Das ist für einen Mann wie Putin, dessen Mutter aus einem Leichenberg gezogen wurde. Der Vater belebte sie wieder. Später wurde sie dann die Mutter von Putin. Ein schweres, hinzunehmendes Ding. Und die Deutschen sind dafür eigentlich mit einer offenen Hand begrüßt worden, als Putin 2001 im Bundestag gesprochen hat. Das war wirklich eine brüderliche Geste von ihm. Und alle waren begeistert. Alle waren begeistert. Die gesamte deutsche Politik war begeistert. Und jetzt wird mit dabei gewirkt, dass die Ukraine aufgehetzt wird. Dieser Selenskyj will ja gar nicht. Aufgehetzt wird gegen die Ostukraine. Und das kann nur tödlich enden und ist ein Verstoß gegen die Minzer Vereinbarung. Frau Lemke, Herr Dehm sagt, dass das eigentlich eine sagen, westliche Provokation ist, auch jetzt im Osten der Ukraine. Sie hingegen loben ja sozusagen das amerikanische Engagement und die amerikanische Vorgangsweise auch in dieser Krise. Ist es aber wirklich klug, Putin in dieser Lage so zu provozieren? Also zunächst mal scheint es mir etwas widersprüchlich zu sein, wenn Herr Dehm sagt, die NATO hetzt in der Ostukraine, weil das ist unlogisch. Wenn die NATO wollte, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, dann braucht sie diesen Konflikt nicht. Im Gegenteil, das stört ja nur. Es können nur Länder in die NATO aufgenommen werden, die eben keine internen Konflikte haben. Ich glaube, dass der Konflikt in der Ostukraine noch mal ganz anders analysiert werden müsste. Und wenn wir uns mit Friedens- und Konfliktforschung beschäftigen, dann sehen wir, dass gerade die Genese von solchen Konflikten komplex ist. Und man nicht sagen kann, da gibt es einen Agenten, das ist die NATO, die hat das geschürt. Ich finde es sehr unlogisch. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, natürlich. Wäre das dann nicht, was Sie vorschlagen, kann ich näher treten, eine gute Voraussetzung, sagen wir, geben den Russen die Garantie, dass die Ukraine nicht in die NATO eintritt? Also ich finde diese ganze Politiklogik, dass man über die Köpfe von Völkern hinweg und Staatsmenschen, die Ukraine ist ein souveräner Staat nach unserer Lesart, ja, und dass wir über die Köpfe der Ukrainer oder der Esten oder der Polen hinweg sagen, ihr kommt nicht in die NATO, ihr geht wieder raus aus der NATO, das halte ich für ein Prinzip des 19. Jahrhunderts, dass man sozusagen die Welt aufteilt, Europa aufteilt, aber die Völker nicht fragt. Die müssen doch selber souverän entscheiden können, welchem Bündnis sie sich anschließen. Das hat Deutschland auch 1990 gemacht mit der Vereinigung. Das kann man kritisieren, das vereinigte Deutschland in der NATO. Aber damals ist uns auch das Recht zugestanden worden, souverän zu entscheiden, den Russen, wo dass wir die NATO nicht näher nach dem Osten rückt. Ja, das ist ja von den Dokumenten her sehr umstritten, diese Behauptung von Putin. Es gibt ja viele Zeitzeugen, die Genscher darüber berichtet haben. Und Genscher hat gesagt, es ist nicht im Geist des Abkommens der 2+4-Verhandlungen über die deutsche Einheit, dass sich die NATO in den Osten ausdehnt. Das stand damals aber gar nicht zur Diskussion. Die Länder waren eh noch im Warschauer Pakt. Es ging nur um die deutsche Einheit. Man wollte also die Russen auf keinen Fall irgendwie aufschrecken oder verärgern. Und deswegen sind die damit man die Wiedervereinigung bekommt. Damit man die Wiedervereinigung bekommt. Das war die Priorität damals. Und in der Situation haben also nicht nur Genscher, sondern auch John Major und Baker und so weiter gesagt, nein, die NATO wird sich nicht in den nach Osteuropa ausdehnen. Nur es gibt darüber keine Verträge. Und Ende der 90er Jahre hat Russland Verträge unterschrieben, in denen sie anerkennen, wie also die Staaten sich wie Polen oder die Tschechien entschieden haben. Ja, oder die baltischen Staaten. Die haben sich ja selber entschieden, gedrängt, wir wollen unbedingt in die NATO. Nun haben Sie selbst gesagt, das ist immer schwer zu sagen,
wie sozusagen Situationen, die in der Ostukraine zustande kommen. Es gibt nicht leicht einen Schuldigen zu sagen, das war es jetzt. Das ist immer diffiziler. Nun ist aber so, die westliche Haltung ist dann, da will einfach ein imperialistischer, autokratischer Präsident Russlands irgendwie sagen, sich auf der Weltbühne platzieren. Das ist auch ziemlich einfach, nicht? Also ja, natürlich, das ist eine völlig vereinfachte Lesart. Ich meine, ich bin der Meinung, dass man in Europa auf jeden Fall auch mit Russland nicht nur Handel treiben sollte, sondern Russland auch politisch einbinden muss. Es ist nur sehr schwer, ein Land einzubinden, das sich nicht an bestimmte Spielregeln hält. Und das Problem der Annexion der Krim, völkerrechtswidrig, das entspricht nicht unseren Grundsätzen. Das Problem der Menschenrechtsverletzungen in Russland entspricht nicht unseren Grundsätzen. Also man kann da nicht so naiv rangehen und sagen, ach Gott, der arme Putin, den müssen wir jetzt einbinden, ohne zu sehen, dass er selber ganz harte Interessen vertritt. Er ist ja ein sehr, ich sag mal so, harter Verhandler und harter Hund. War das so auch im Jahr 2000 oder ist es erst nach dem Krim so geworden? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, der Putin von 2000, 2001, selbst 2004, als das Nord Stream 2-Abkommen damals gestartet wurde oder das Projekt gestartet wurde, war ein anderer. Ich glaube, der hatte Vorstellung. Und ich denke, dass es nicht umsonst ist, es anderes geworden. Er ist ziemlich enttäuscht worden. Weil das einzige Land, das nicht gleich behandelt worden wie alle anderen, war Russland. In Bezug auf NATO-Beitritt und in Bezug auf alle diese Bedingungen. Und deswegen ist alles Weitere passiert. Das heißt, Sie sagen, die Entwicklung, wenn man sagt, eine negative Entwicklung in der russischen Politik und auch sozusagen in der geopolitischen Position von Wladimir Putin, ist eigentlich die Reaktion auf eine Enttäuschung durch den Westen. Ich denke schon. Er sagt das auch. Er sagt so solche Sachen. Also ich weiß nicht, was er denkt. Aber mindestens sagt das. Denken Sie, dass er in der jetzigen Situation eher blufft? Nein. Ich glaube nicht, dass er blufft. Ich glaube, er ist ein Stratege und er fühlt sich auch, ich sag mal so, relativ stark. Er hat hohe Einnahmen aus seinen Gas- und Ölvorkommen. Die Preise sind hoch. Er hat also sehr viel einnehmen können. Er hat den Schulterschluss mit den Chinesen demonstriert, wie gut oder schlecht das jetzt auch immer läuft. Er wird anerkannt von Joe Biden auf Augenhöhe. Die Gespräche werden geführt. Also ich glaube nicht, dass er blufft, sondern er hat wirklich strategische Vorstellungen. Und er möchte natürlich gerne, dass der Westen sagt, nein, die Ukraine kommt nicht in die NATO. Aber nicht nur die Ukraine, auch Georgien, dann die Länder im Westbalkan. Nicht? Also es gibt ja etliche Länder, die möchten gerne in die NATO. Und Putin möchte gerne, dass der Westen sagt, auf keinen Fall. Also das ist ein größeres Ziel, das er hat. Ich würde vielleicht noch dazugeben, viele Leute behaupten, Putin ist ein Schachspieler, ein schlauer Stratege. Aber es könnte sein, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn wenn man Putins Geschichte anschaut, wie er gegenüber Europa sich verhalten hat, er hat immer mehr Feinde erzeugt. Und gerade jetzt erzeugt er das Gegenteil von was er will. Er macht so ein Ultimatum, Geisel nehmen, Ukraine, wenn jetzt der Westen nicht auf den Grenzen von 97 zurückzieht. Und die ganze NATO-Osterweiterung, dann gibt es, hat er wieder gesagt, militärtechnische Lösung. Und ich meine, die 1000 Truppen und Panzer, die da stehen, die sprechen lauter aus Wörter. Ich denke, der Putin hat sich in eine Ecke manövriert. Denn wenn er in die Ukraine reinmarscht, dann wird die Ukraine noch weniger russisch sein wollen, als es war davor. Genau wie bei der Einmarsch in Krim und Donbass. Vorher waren die Ukrainer an eine enge Partnerschaft mit Russland interessiert und nicht an so eine enge Partnerschaft mit NATO. Die EU hat ein Angebot gemacht. Und darauf hat Putin reagiert, nicht die NATO. Wissen Sie, ich glaube, der Putin hat viel mehr Angst vor der westlichen Demokratie und der Wunsch der Europäer, auch die ehemalige Warschau-Paktstaaten und ehemalige Sowjetstaaten in der NATO und der EU zu gehen, als vor der militärischen Bedrohung. Denn was wir auch wissen, ist, dass in den letzten 10 Jahren haben die Russen von den Nuklearraketen mittlere Reichweite aus Kaliningrad, die Berlin treffen können, haben sie aufgebaut mit einer Doktrin,
Putin, der sagte, wenn der NATO immer verstärken möchte, wenn wir alle Flughafen, Häfen und sonst mit unseren Raketen und Artillerie angreifen, die Panzereinheiten, die in Litauen gegenüber der Grenze von Litauen, Estland stehen. Ja, das sind Fakten auf dem Boden. Putin hat sich militärische Optionen geholt, die die im Westen nicht haben. Und daher behaupte ich, dass Putin kein schlauer Strateg ist, sondern dass er die Zahl seiner Feinde nur vergrößert mit seinem Handeln. Herr Leitnitz, geht es immer auch um die Frage, schon was Frau Lemke und Herr Dennison gesagt haben, so ein bisschen auch um die Persönlichkeit dieses russischen Präsidenten. Sie wissen ja, wie das ist, sozusagen Auge in Auge mit Wladimir Putin zu sprechen oder auch zu verhandeln. Sie haben ihn einige Male getroffen. Wir sehen auch, glaube ich, dazu ein Foto im Hintergrund. Wie geht man denn mit ihm um auf der persönlichen Ebene, wenn man was erreichen will bei ihm? Offen und ehrlich. Ich glaube, er versteht das. Er ist ein Schachspieler. Ein Schachspieler, der überlegte Züge macht, aber gnadenlos jede Schwäche des Gegners nützt. Es war spannend jetzt zu hören, dass sich Putin verändert hat. Ja, er hat sich verändert, weil sich die Situation verändert hat. Und da müssen wir jetzt einmal sagen, was haben denn wir falsch gemacht? Wir haben einiges falsch gemacht. Gorbatschow hat gesagt, Russland ist ein europäisches Land. Wir wollen zu Europa. Nehmt uns auf. Wir haben ihnen die Tür gewiesen. Gorbatschow hat gesagt, wir tun den Warschauer Pakt auflösen. Machen wir aus der NATO ein weltweites Sicherheitssystem gegen Terrorismus und nukleare Bedrohung. Ist abgelehnt worden. Dann ist Jelzin kommen, dann ist Putin kommen und Putin hat zu mir persönlich gesagt, Herr Leitl, ich bin Europäer, kein Asiate. Und wir könnten, wenn wir zusammenarbeiten, hier eine Region der Sicherheit und des Wohlstandes machen. Das heißt, Sie sehen auch in dem späteren Agieren des russischen Präsidenten eine Art Reaktion auf Enttäuschung und aber auch ganz konkret auf Fehler, die der Westen im Umgang mit Russland hat. Absolut. Und der emotionelle Auslöser war, wie ein Lieblingsprojekt von ihm, das waren die Olympischen Spiele in Sochi. Mhm. Und wie dann alle Staatsoberhäupter gesagt haben, wir kommen nicht hin und er ist dort alleine gesessen. Das war so ein schwerer psychologischer Fehler. Und dann hat er gesagt, okay, wenn mir die Tür zumachen, dann mache ich andere Türen auf. Und ab dem Zeitpunkt war Krim, dann waren die Sanktionen, die ja beiden nur geschadet haben, die nichts gebracht haben, im Gegenteil, nur das Vertrauen zerstört haben. Und jetzt, das ist auch etwas ganz Bemerkenswertes, die Hinwendung, das, was Putin nie geplant hat, die Hinwendung nach China, nach dem Motto, wenn in Europa die Türen zu sind, ja, dann gehen sie nach China, ja, aus. Und schauen Sie, wo jetzt das Gas hinfließt, die, ja, Pipelines und so weiter. Das ist alles nicht, weil sie es wollen, sondern weil wir Europäer bis jetzt noch immer nicht erkannt haben, dass wir etwas falsch gemacht haben. Wenn man jemanden in unsere Kultur und Zivilisation einbeziehen will, muss man ihn respektvoll behandeln, darf man ihm nicht das Gefühl der Unsicherheit geben. Egal, wie wir es sehen jetzt militärstrategisch, aber die Russen haben immer das Gefühl der Eingreisung, der Unsicherheit, der Bedrohung gehabt. Auf das muss man eingehen. Und das haben wir nicht geschafft. Jetzt hat aber vielleicht Herr Dennison in dem konkreten Fall doch einen Punkt, wenn er sagt, wenn es sozusagen der Wunsch oder die Strategie Russlands ist und des russischen Präsidenten, sozusagen die NATO nicht via Ukraine ganz sozusagen an den eigenen Machtbereich herankommen zu lassen, also die Ukraine als Bufferzone zu bewahren, dann ist natürlich das, was jetzt passiert, möglicherweise kontraproduktiv. Weil es war ja so über die Jahre, dass auch innerhalb der Ukraine, wenn man sagt, Selbstbestimmungsrecht der Völker, die müssen das selbst entscheiden können, überhaupt nicht klar, ob es Mehrheiten zum Beispiel für den NATO- oder EU-Beitritt gibt. Jetzt sagen die jüngsten Umfragen, dass inzwischen ein Großteil der Ukrainer für einen NATO-Beitritt. Also in dem Fall war es dann vielleicht doch ein bisschen kontraproduktiv, nicht? Wir denken in falschen Kategorien. Noch immer in den Kategorien des Kalten Krieges, noch immer des Imperialismus. Das ist meine Zone, meine Schutzzone. Dort werde ich bedroht. Warum machen wir das nicht? Warum schaffen wir nicht Schritt für Schritt Sanktionen ab? Militärische Drohpotenziale. Warum haben wir den Mittelstreckenraketenvertrag gekündigt? Warum gehen wir wieder nicht zurück? Lavrov hat vor einem Jahr gesagt,
Gehen wir wieder auf die Stunde Null zurück zwischen Europa und Russland. Er hat nicht einmal eine Antwort erhalten. Und dann kommt noch etwas dazu. Zu sagen, wie kann man denn heute statt Brandstiftern, die unterwegs sind, Friedensstifter haben? Und wir hätten doch, und da gibt es einige Länder, zu denen auch Österreich gehört, die Erfahrung damit haben, wie man Sicherheitsbedürfnisse, wie man Souveränität, wie man Frieden eigentlich erhalten kann. Und da gehören die Schweiz dazu, die Schweden, die neutralen Länder. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Österreicher bin, sondern das sagt der Professor Geoffrey Sachs von der Columbia-Universität in New York, das sagt die Neue Zürcher Zeitung. Warum gehen wir nicht hin und sagen, jedes Land soll für sich entscheiden, diese Souveränität, da bin ich ganz Ihrer Meinung, müssen wir denen geben, aber wir müssen ihnen auch sagen, Finnland hat es doch großartig gemacht. Das war ja auch eine Zeit lang in einer Bedrohungslage und heute ist es Mitglied der Europäischen Union. Finnland hat eine friedliche Beziehung zu Russland. Ja, was haben denn die gemacht? Es hat sogar einen Staatspräsidenten, der Friedensnobelpreisträger ist. Ja, warum lassen wir diesen Friedensnobelpreisträger nicht einmal nach Kiew gehen und ihn dort berichten, was er dort sagt? Der ist aber sehr kritisch gegenüber Putin. Gerade ein großer Artikel in der New York Times über der finnische Präsident. Und er redet über die NATO-Mitgliedschaft der Finnen jetzt. Aber Herr Leitl, darf ich nur ganz kurz, wenn ich Sie richtig verstehe, dann vielleicht, wenn der finnische Präsident keine Zeit hat, könnten ja Sie nach Kiew fahren, weil ich habe verstanden, Sie wären bereit zu vermitteln, eine sozusagen Lösung, die sagt, die Ukraine wird neutral. Und militärisch darf sie keine Bedrohung, in welcher Form immer. Ich bin weder ein Sicherheitspolitiker noch ein Außenpolitiker. Aber ich verstehe, wenn ein Land sich bedroht fühlt und will Sicherheit haben in dieser Situation, dann müssen wir einen Weg finden, diese Sicherheit zu bewerkstelligen. Und Russland oder Ukraine? Und wenn die Ukraine selbst zu Recht sagt, sie will souverän sein, müssen wir einen Weg finden, diese Souveränität auch international zu garantieren. Und wenn Europa Frieden will, dann ergibt sich das, indem wir die Bedürfnisse 1 Russland Sicherheit und Bedürfnis 2 Ukraine Souveränität berücksichtigen. Sehr gut. Ja, aber auch die Ukraine hat natürlich ein Sicherheitsbedürfnis, nicht? Also ich meine, es wird immer über die Sicherheitsbedrohung, die Russland empfindet, gesprochen. Wo ist denn das Sicherheitsbedürfnis der Ukraine gewahrt? Ja, da gebe und das ist, glaube ich, also ich würde Ihnen völlig zustimmen, dass wir brauchen gute diplomatische Lösungen. Wir brauchen eine aktive Diplomatie. Im Moment läuft das auf der höchsten Ebene, aber es müsste eben auch auf der Vermittlerebene laufen. Nur die Frage ist, ob man mit diesen großen Forderungen beginnt. Eigentlich ist in der internationalen Politik die Verhandlungstaktik in schwierigen Krisensituationen eher die zu sagen, fangen wir mit Themen an, die wir vielleicht lösen können. Und dann gehen wir von da weiter. Wir bauen Vertrauen auf und dann kommt die Größe. Mhm. Wenn wir mit den großen Fragen anfangen, dann sagt der eine schwarz, der andere sagt weiß, wir können uns nicht einigen. Aber wenn man dann ein Stück zurückgeht in die Geschichte. Bitte? Es scheint auch so zu sein. Also, es gibt schon Fragen, die man lösen kann. Natürlich. Und das wird wahrscheinlich auch damit angefangen. Aber wenn man jetzt hoffentlich, wenn man ja, da ein ja. Stück zurückgeht, dann könnte man sagen, wenn man sagt, es gibt Sicherheitsbedürfnisse Russlands und die kann man auch ernst nehmen und man sollte sozusagen nicht gleich das große Ding angehen, sondern die kleinen, dann ist ja schon im Rückblick die Frage, wie ist denn die Situation entstanden, nicht zuletzt dadurch, dass man, wenn auch nur auf der mündlichen Ebene, Russland sozusagen eine Sicherheitsoption gewährt hat, die dann nicht eingelöst wurde, sondern man hat dann begonnen, eigentlich ohne Not, weil niemand hat daran gedacht, dass Ukraine oder andere Länder der NATO beitreten können, weil sie innerlich gar nicht dazu in der Verfassung waren. Also da hat man dann die große Karotte hingehängt und hat aber auch nicht mit den kleinen Schritten begonnen und damit eigentlich erst das russische Sicherheitsproblem, wenn man so will, provoziert. Oder? Also rückblickend muss man sich noch mal die Situation 2004 nach den Maidan-Protesten in Kiew anschauen. Und ich glaube, da ist ein Fehler gemacht worden im Westen. George W. Bush ist sehr schnell nach vorne gegangen.
gegangen und hat gesagt, da entwickelt sich eine Demokratie, wir unterstützen die Ukraine, wir wollen sie in die NATO aufnehmen. Und die Ukraine hat damit geantwortet, dass sie das in ihre Verfassung reingeschrieben haben. Wir wollen als Ziel, als Staatsziel die Mitgliedschaft in der NATO. Also da würde ich sagen, ist tatsächlich ein Fehler gemacht worden, der auch nicht so einfach zu revidieren ist. Ja? Aber daraus jetzt abzuleiten, wir müssten Putin sozusagen in jedem Punkt Recht geben, das sehe ich auch nicht. Denn er hat auch sein Narrativ, das er erzählt, und seine Handlungsweise, die äußerst problematisch ist. Und er trägt auch nicht gerade zum Frieden bei, denn er ist derjenige, der 150.000 mit schwerem Gerät an die Grenze zur Ukraine gerückt hat. Nicht die Ukraine, die sowieso als kleines Land nie gegen Russland irgendeinen Krieg gewinnen könnte. Das ist doch lächerlich. Aber Russland als großes Land hat ja auch eine Verantwortung. Ja? Aber nur eine Frage. Sie haben richtig gesagt, man muss mit kleinen Schritten beginnen. Welches wären aus Ihrer Sicht die kleinen, jetzt realistischen Schritte, die zu einer Deeskalation beitragen würden und die Vertrauen wieder bewerkstelligen würden? Transparenz. Es muss eigentlich zwischen Russland und der NATO wieder mehr Gespräche geben, um transparent zu machen, was passiert da eigentlich in den Truppenbewegungen. Man kann vielleicht auch daran denken, dass man sagt, bestimmte Waffensysteme werden eben nicht sehr nah an die andere Seite gerückt. Man hat da tatsächlich so eine Art Distanz. Was nicht heißt, dass Polen aus der NATO gehen muss, das halte ich für eine völlig widersinnige Vorstellung. Aber man könnte sich darüber unterhalten, welche Waffensysteme platziert man wo. Und das Dritte ist natürlich die Lage in der Ostukraine. Das ist ein schwieriges Thema. Die Minsker Abkommen werden ja nicht eingehalten. Aber es wäre wirklich schön, wenn aktive Diplomaten noch stärker sich in diesen Konflikt reinbegeben und versuchen, da Frieden zu schaffen für die Menschen, die dort leben, ohne dass man jetzt die Ukraine brüskiert, indem man sagt, das sind jetzt unabhängige Republiken und als nächstes kommen sie dann zu Russland. Vielleicht kommen wir nochmal zurück, Herr Dehm, weil die Grundfrage scheint mir zu sein, so in den großen Zügen der Debatte, ob man überhaupt anerkennt, dass es sowas wie berechtigte Interessen Russlands in diesem Konflikt gibt oder ob das einfach ein Aggressor ist, dem man sich jetzt sozusagen mit allen Mitteln entgegenstellen muss. Da hat Ihr Parteifreund Oskar Lafontaine hat mal gesagt, die Ukraine-Politik des Westens beruht auf Lügen. Was meint er damit? Naja, die gesamten Informationen, die der CIA kredenzt, bis das gestern Russland interveniert haben sollte, im Irak seinen Gaswaffen von Saddam Hussein im Sand versteckt oder die ganze Lüge mit Afghanistan, die sie uns lange aufgetischt haben, diese gesamten Lügen des CIA treiben uns in militärische Abenteuer. Und wir müssen uns freimachen von dem US-Einfluss. Diese Gefolgschaft des Pentagon, des Weißen Hauses, durch die deutsche Bundesregierung, und zwar ob jetzt Ampel oder ob GroKo, das ist der Webfehler. Es wäre ja ganz einfach. Die Ostukraine bekommt, sagen wir mal, den Status wie Südtirol. Also eine relative Autonomie. Autonomie, aber eine relative. Eine relative unter ukrainischer Regierung. Aber wie Südtirol, das war ja klug, hat sich ja auch bewährt. Die Frage... Großes Problem war immer die Frage der Pässe. Das ist ja, jetzt das, auch in Ostukraine. Das Krieg ist aber, glaube ich, lösbar. Die Frage der Krim wird gelöst wie Saarland. Also die russische Regierung, das ist jetzt unter russischer Verwaltung, verspricht, innerhalb von 2 Jahren gibt es eine Volksabstimmung. Und dann, ich kann Ihnen sagen, wie die ausgeht, weil die russischen Renten sind um ein Vieles höher als die Renten in der Ukraine. Also bin ich ziemlich sicher, allein schon deswegen werden die Leute in der Ukraine, auf der Krim nicht für die Ukraine votieren. Das wäre alles ganz einfach. Wenn da nicht die USA wären, die pausenlos mit ihren Geheimdiensten, mit ihrer Propagandamaschine ständig und mit den abhängigen Politikern, die auch diesen Lügen aufsitzen wie Fliegen auf dem Leim, wenn die nicht ständig heizen würden und eigentlich nicht wollen, dass Nord Stream 2 gebaut wird. Dass eigentlich nicht wollen, dass russisches Gas geliefert wird, sondern ihr Fracking-Gas, was wirklich mit
unmöglichen Umweltschäden produziert wird, an Deutschland, was ein Drittel teurer ist, verkaufen.